Nationalrat und der Agrarsprecher für die FPÖ. Und ich bitte dich einfach um Worte, auch, dass du uns einmal sagst, was das Programm ist und wie das deine Zukunft auch für Landwirtschaft ausschaut, nachdem du selber auch aktiver Landwirt bist. Danke, Christian. Danke für die Einladung. Danke, dass so viele gekommen sind. Zu mir. Ich bin im Nationalrat, aber in erster Linie bin ich Landwirt, bin Bauer und das mit Leib und Seele. Und ich denke einfach, die Rahmenbedingungen, die die Politik setzt, gehen in die falsche Richtung. Es ist eine Katastrophe, was momentan passiert auf unsere Betriebe. Immer mehr Auflagen, immer mehr Richtlinien, immer höhere Zahlungen und gleichzeitig immer niedrige Preise. Und wenn man sich dann anschaut, alle Konsumenten oder die Konsumenten hört man dann oft oder in den Medien hört man oft, da wird über die Teuerung geredet, dort wird geredet, die Menschen können sich die Lebensmittel nicht mehr leisten und gleichzeitig sehe ich dann am eigenen Betrieb, dass die Erzeugerpreise immer weiter zurückgehen und die Auflagen und Richtlinien immer weiter steigen. Und da muss man dann schon wirklich sagen, und für mich passt dann immer der Spruch, der Konsument wird abkassiert, der Bauer, der wird ruiniert. Und erst... werden die Lebensmittel importiert. Und das ist der Irrsinn, der was da in der ganzen Geschichte passiert. Wir importieren Lebensmittel, die zu weit schlechteren Bedingungen produziert worden sind, als wir in Österreich, wo Pflanzenschutzmittel eingesetzt wird, was in Österreich schon mehrere Jahrzehnte verboten worden ist. Wir importieren Lebensmittel, die zu Tierschutzauflagen produziert worden haben, die bei uns überhaupt nicht mehr Standard sind, die bei uns schon längst verboten worden sind. Gleichzeitig tut man bei uns, bei den Bauern, immer mehr reglementieren, immer mehr kontrollieren. Dort fliegt der Satellit drüber, der überwacht genau, was du tust auf deinem Betrieb, was du tust auf deinem Acker. Und das kann es einfach nicht mehr sein. Und ich denke einfach, dort braucht es eine Änderung der Rahmenbedingungen. Und wenn man sich dann anschaut, aktuell auch die ganze Situation mit den Importen, dort wird Getreide importiert aus der Ukraine. Das wird mit österreichischem Getreide vermengt oder wird in österreichischen Mühlen vermahlen. Und dann auf einmal ist es österreichisches Mehl, österreichisches Qualitätsmehl. Das ruiniert unsere Bauern, die Preise verfallen bis zum Gehtnichtmehr und dann geht man her und sagt, ja, das ist halt so, da kann man nichts machen. Fakt ist, in der Slowakei wissen sie, wie sie ihre Konsumenten schützen, in Polen wissen sie, wie sie ihre Konsumenten und Bauern schützen und in Ungarn wissen sie es auch, wie sie ihre Konsumenten und Bauern schützen. Aber in Österreich wissen sie es nicht! Und dann geht die EU her und sagt, wir in Österreich haben ja... Wir loben uns immer als Bioland, wir loben uns immer als Qualität, die Produkte, die wir produzieren. Und wir produzieren so viel biologisch. Und dann haben wir dann noch Gentechnikfreiheit, natürlich sehr wichtig. Hat man eingeführt, hat man einen großen Markt aufgebaut, hat man gesagt, da habt ihr Bauern, da habt ihr einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen. Ist gut so, da stehe ich auch dahinter. Und jetzt geht man her und will auf der EU-Ebene die grüne Gentechnik erlauben. Jetzt geht man her und importiert Getreide aus der Ukraine, das genau gentechnisch verändert ist und angebaut wurde. Und das kann es nicht sein. Und wenn man sich dann anschaut,
der Irrsinn, was da momentan passiert, das passt ja hinten und vorne nicht mehr zusammen. Bei uns Bauern wird in die Ställe kontrolliert, wird dort ein Tierwohl eingefordert, ist gut so. Wenn es dem Tier gut geht, dann habe ich dort ein, dann geht es mir als Bauer auch gut und ich habe das höchste Interesse, dass dem Tier gut geht, weil wenn es dem Tier gut geht, dann habe ich, dann bringe ich was aus, dann erwirtschafte ich etwas. Und dann geht man her und importiert Fleisch aus Südamerika, das zu ganz anderen Bedingungen produziert wurde, wo Hormone eingesetzt werden. Dann geht man her, macht dort Fabriken, wo man Laborfleisch züchtet. Dann geht man her und erlaubt Insekten und Würmer in Lebensmittel beizumischen. Ein Irrsinn, sage ich euch, ein Irrsinn. Und wisst ihr was? Es ist einfach, wenn man sich anschaut, Wahnsinn, was da passiert. In der Tierhaltung hat man das Tiermehl, das Verfüttern von Tiermehl verboten. Bei uns Menschen hat man es jetzt erlaubt. Und da, jeder, der ein bisschen eine Logik hat und jeder, der ein bisschen logisch überlegt, muss sich einfach fragen, das passt nicht mehr zusammen. Und da denke ich einmal, müssen wir auf unsere Probleme hinweisen, auf unsere Probleme aufmerksam machen. Und wie gesagt, wie der Christian schon gesagt hat, viele haben an mich herangetreten, haben gesagt, jetzt gehört endlich was gemacht, jetzt müssen wir was machen. Viele haben gesagt, wer macht endlich was? Ich habe gesagt, gut, ich halte dort meinen Kopf jetzt hin, ich melde jetzt diese Demonstration an. Ich bedanke mich bei allen, die da sind, ich bedanke mich aber auch bei denjenigen, die organisiert haben. Und besonders bedanke ich mich, und da glaube ich, die haben da einen großen Applaus verdient, bei denjenigen, die heute mit dem Traktor da sind. Danke! Jetzt noch eins, was auf uns zukommt, das vielleicht viele noch nicht am Radar haben. Tatsache ist, und das ist erschreckend, man hat das Mercosur-Abkommen, hat man ja schon jahrelang verhandelt. Jetzt haben wir einen neuen Ratsvorsitzenden, das hat jetzt in Belgien übernommen. Dort wird es jetzt im Jänner Gespräche geben mit Brasilien. Und im Februar will man das über die Bühne bringen. Da im Februar will man still und heimlich Mercosur abschließen. Und dann haben wir erst richtig ein Problem in der Landwirtschaft. Weil dann werden wir von Südamerika mit Kunstfleisch, mit Hormonfleisch geflutet. Und ich denke mal, dann brennt es bei uns Bauern wirklich an. Und ich glaube, heute ist die Startkundgebung sozusagen, da werden noch weitere Aktionen folgen müssen, damit wir die Menschen wachrütteln, damit wir die Politik wachrütteln und dass wir unsere Bauernhöfe schützen für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Und eines kann ich euch versprechen, meine Unterstützung habt ihr es und ich bin an euch an der Seite.